Hey, Mahlzeit, Freunde. Und alles klar. Jo, ich brauche nochmal geschwind was aus meiner Verkaufskiste. Da so, die habe ich schon gesucht. Gell? Ich noch ein paar Kekse dazu. Nein, ich soll noch ein paar Fotos machen. Ne? Von dem Lions Team. Ne? Da sind noch andere gute Sachen drin. Ne? Also, wer Interesse hat, einfach mal anmailen. Ich habe so eine Flohmarktliste. So, aber jetzt müssen wir hier noch, bevor wir jetzt hier anfangen, geht's hier erstmal. Hey, hallo Dennis. Die Runde geht auf mich. Kekse zum Kaffee. Ah, verdammt, ich habe einen Kaffee vergessen. Ach, egal. Kaffee trinken wir nachher. Jetzt kosten wir erstmal die Kekse hier an. Ne? Einmal Kekse. Öffner. Ah, ja, die liebe ich. Kekse zum nicht vorhandenen Kaffee. Sehr gut. Mit Schokoseite. Super. Geile Schmecker, ey. Voll im EDC-Einsatz und wird von nichts geschont. Geil. Da wird einer noch ein paar Detailaufnahmen. Vom Lion-Stil. Na, dann vielleicht machen wir die auch einfach per Video, ne? Alles 1A. Boah, das ist ein Klopper. Da darf man sich jetzt nicht täuschen. Ich habe ja nämlich schon mal eine Schicht Ballistol drüber gezogen. Das mache ich immer so, wenn die Messer eingelagert werden. Kommt da immer erstmal eine Schicht Öl drauf, wo man bei dem Stahl eigentlich keine Sorgen haben muss, dass er rostet, aber sicher ist sicher. Darum kommt da immer mal ein bisschen ein Ölfilm-Ballistol drauf beim Einlagern. Aber das hat man einfach mit dem Tempo wieder runter. Dann sieht es wieder schöner aus, das Video für die Fotos. Schneide. Klingenrücken. Tadellos in Schuss. Muss man es dazwischen machen, das Ding ist so scharf. Damit braucht man sich bloß berühren und schon hat man einen Cut in der Hand. Ich sag ja immer, wenn die Italiener so Autos bauen könnten, wie sie Messer bauen, dann müsste sich die deutsche Autoindustrie gut einpacken. So, dann schauen wir mal. Dann haben wir noch so ein schönes Messerständer. Damit kann man wunderbar Fotos machen. Dann brauchen wir mal eine gute.
gutes Licht dazu. Ne? Ein Fotoscheinwerfer hier. Ne? Gute Kamera. Dann schauen wir mal, ob man da so ein bisschen, genau, ein bisschen so ein Makro hinkriegt. Ne? Vom Klingenrücken. Natürlich immer schwierig bei spiegelnden Messern und dann auch noch bei Rundungen. Schöner Griff. Cooles Messer. So. Beidechse zu, ne? Also, wir sehen uns zurück im YouTube-Kanal. Bis gleich.